Hallo und herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag. Es ist kurz nach fünf an diesem Freitagnachmittag. Es ist mal wieder Zeit für einen Livestream nach einer Woche Pause. Wieder zurück heute mit Habenhausen. Wir gucken also vor allem in die dritte Liga Nordwest Staffel und Marcel Fischer ist am Start. Und hier sind auch schon die ersten mit im Stream dabei. Aber bitte mit Arne winkt. Ich winke zurück. Grüße. An dieser Stelle, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Marcel unterstrich Fischer gleich mit dabei. Der hat heute seinen freien Tag. Feuerwehrmann von Beruf. Finde ich total cool. Vielleicht können wir da auch ein bisschen drüber schnacken. Aber es soll natürlich auch vor allem um Handball gehen. Und wir wollen auch wieder tippen. Wie in den vergangenen Wochen spielen wir. Und was tippst du so? Er hat sich drei Spiele gewünscht. Ich habe mir drei Spiele gewünscht. Und wenn er mich im Tippspiel schlägt, dann bekommt er die Radio vom Kaffeetasse. So. Das vorneweg. Jetzt gucke ich mal, ob er hier im Stream schon dabei ist. Ich stelle ihm mal hier eine Anfrage. Da ist Marcel Fischer. Gucken wir mal, dass das hier heute klappt. Marcel, sehe ein Bild. Hallo Moin. zusammen, moin. So, wie geht's dir? Du kannst deine Kamera noch einen Ticken höher nehmen. Dann sehe So besser, ja. so ist besser. Ich grüße dich. Ja, mir geht's soweit sehr gut, vielen Dank. Freue mich heute mal dabei zu sein und ja, mit dir ein bisschen zu plaudern. Danke dir. Wie verbringst du sonst deinen freien Tag? Ich habe heute tatsächlich frei gehabt, was ganz angenehm war. Ja, standardmäßig. Ich war einkaufen, habe mich physiotherapeutisch behandeln lassen, weil ich ein bisschen angeschlagen bin mit meinem Fuß. War mit meiner Mutti Kaffee trinken. Also ganz entspannten Tag. Ich frage natürlich ungefähr, denn ich habe gesehen, bei euch gibt es viele Verletzte und das ist auch ein Zeichen hinter deinem Einsatz am Wochenende. Ja, das steht noch etwas in den Sternen. Ich habe mir den Fuß geprellt am letzten Wochenende gegen Hagen. Ist mir leider ein Gegenspieler ins Bein gefallen. Ja, sehr schmerzhaft. Ich habe immer noch Schmerzen, aber die Schwellung ist jetzt im Laufe der Woche sehr, sehr gut rausgegangen. Ich habe natürlich jetzt nicht trainiert. Ja, also ich stand jetzt, gehe ich nicht davon aus, dass es morgen reichen wird, aber ich werde es versuchen. Mal gucken, wie es ist, wenn der Fuß richtig eingetaped ist und ja, wie es denn ausschaut, ob die Schmerzen auszuhalten sind. Und ja, in Absprache mit unserer Physiotherapeutin und mit unserem Trainer Matthias Ruck werden wir dann schauen, was geht. Bevor wir einsteigen, euren Saisonstart, auch über den Aufstieg, ihr seid Aufsteiger in die dritte Liga, erstmal ein bisschen vorstellen, kurz allen, die neu dabei sind, dich einmal vorstellen, wer bist du, welche Position spielst du? Ja, wie gesagt, du hast mich ja schon ein bisschen vorgestellt. Mein Name ist Marcel Fischer, bin 32 Jahre, spiele jetzt quasi mein ganzes Leben schon mal im ATSV Habenhausen, habe schon einige Auf- und Abstiege mitgemacht, leider auch die Abstiege. Ja, ansonsten bin ich Kreisläufer und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf diese spannende Saison. Sind jetzt alle froh, dass es auch losgeht. Es hat jetzt ja, auch lange genug gedauert mit der Vorbereitung und ja, wir brennen auf jeden Fall für die neue Aufgabe und ja, hoffen, dass die Saison auch Corona-bedingt gut zu spielen ist und dass es alles gut läuft. Dennis schreibt, man hört mich. Kannst du mich verstehen? Ja, ist tatsächlich etwas abgehackt. Okay. Kommt mal besser, mal schlechter rüber. Komisch. Und wir haben es gerade noch getestet. Da ging es. Ja, da war es ein bisschen besser, das stimmt. Du hast gerade über Erfolge gesprochen, über Aufstiege, auch über Abstiege. Ihr seid letztes Pokalsieger, aber irgendeinen Pokalsieger hat gewonnen. Ist das so ein bisschen der größte Erfolg? Ja, also Oberligameister zu sein, ist natürlich auch eine tolle Sache und hat natürlich auch viel Vorlauf, weil die Saison, man muss sie auch zu Ende spielen. Ja, aber der Amateurpokal, das war schon eine ganz besondere Sache, keine Frage. Sowas, ja, ist einzigartig. Das hab ich in meiner Karriere jetzt auch das eine Mal erlebt. Ein absolut Weltklasse-Erlebnis und dementsprechend ist das schon ganz weit oben anzusetzen. Das stimmt schon. Das war in Hamburg in der Arena. Ja. Vorspiel. Rewe Final Four. Ja, am Sonntag vor dem Finale haben wir gegen Aachen gespielt und ja.
war einfach eine tolle Kulisse in dieser Riesenhalle. Hätte natürlich für unseren Geschmack auch noch ein bisschen gefüllter sein können, aber das Ganze drumherum, das war schon alles sehr, sehr aufregend, toll, professionell und ja, das glückliche Ende war dann auch auf unserer Seite mit dem Pokalsieg und haben uns natürlich sehr darüber gefreut und waren absolut Weltklasse-Erlebnis. Wie feierten, also da durfte man ja noch feiern. Ja, Gott sei Dank. Wie habt ihr gefeiert? Habt ihr auch noch was vom eigentlichen Finale dann, vom DHB-Pokal bekommen? Ja, haben wir tatsächlich auch. Also wir haben natürlich erstmal ordentlich in der Kabine Gas gegeben, bis wir dann auch sozusagen rausgeworfen wurden. War auch in Ordnung. Dann fing das Spiel auch an und ja, auch das Finale war auch wirklich Wahnsinn. Die Geräuschkulisse, wer das noch nicht mitgemacht hat, der sollte das unbedingt mal machen. Also wirklich, wirklich beeindruckend und ja, war für uns natürlich mega, das Spiel zu verfolgen. Wir haben natürlich ein paar Bierchen dazu getrunken und ja, uns ordentlich abgefeiert. Das war echt gut. Dann ging es anschließend mit dem Bus zurück. Ja, die arme Busfahrerin tut mir bis heute leid. Haben schon ganz gut Alarm gemacht und dann waren wir im Hotel Zimmerersee. Das ist unser Vereinslokal und da haben wir dann abends ja, noch ordentlich gefeiert. War super. Die wird sich auch gefreut haben, dass sie Ja. mit der traurigen Truppe nach Hause musste. Aber spaßig war es auf jeden Fall. Busfahren könnt ihr sehr gut. Achtung, jetzt Überleitung. Fahren wollt ihr nicht mehr. Wer bei euch auf der Seite ist, ist ein bisschen sehr klein. Aber ihr habt überall so ein bisschen den Hashtag eingeführt. Der Fahrstuhl ist kaputt. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, also ich finde es richtig eine coole Aktion, ist ja so ein bisschen selber auf die Schippe. Magst du einmal den Gedanken dahinter erklären? Wie oft fahrt ihr schon Fahrstuhl? Ja, wir haben jetzt das ist jetzt der vierte Aufstieg in die dritte Liga tatsächlich. Und bei den letzten drei Malen ging es halt direkt nach dem Aufstieg leider auch wieder runter. Und ja, das soll der Hashtag tatsächlich, wir wollen uns da ein bisschen auch selber mit auf die Schippe nehmen, das ein bisschen spielerisch ausdrücken. Aber wir wollen schon untermauern, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall in der Liga bleiben wollen und werden alles daran setzen, das auch zu tun. Was unterscheidet denn deine jetzige Truppe, die Mannschaft, von den anderen Jahren? Ich glaube, der ganz große und wesentliche Unterschied ist die Breite in der Mannschaft. Wir haben uns ganz gut verstärkt, was die Breite angeht und sind auf jeder Position ganz gut und vor allem breit aufgestellt. Also man sieht es ja jetzt mit ein paar Verletzten, das ist nie schön, aber man kann die Verletzten auch kompensieren und man hat gleichwertiges Personal, was man in den Ring werfen kann. Und die letzten Jahre war es tatsächlich so, dass wir ganz oft mit einer ersten sieben oder den ersten sieben, acht Spielern über 60 Minuten spielen mussten. Und ja, da reichen dann mal 5 bis 10 schlechte Minuten, um auf die Verliererstraße zu gehen. Und das ist natürlich ja, mit so wenig Leuten relativ schwierig, 60 Minuten konstant durchzuspielen. Und da sehe ich uns dieses Jahr deutlich besser aufgestellt und ich bin da guter Dinge. Normalerweise ist es ja auch so, du bist Aufsteiger, hast auch eine gewisse Aufstiegseuphorie. Jetzt habt ihr gar keine große Aufstiegsfeier gehabt, weil es war Pandemie, Pause. Irgendwann bekommt ihr die Nachricht, ihr steigt auf. Ja, geil. Aber es ist anders, glaube ich, von der Info her, wenn man sich das auf dem Feld verdient, feiert. Ja, keine Frage. Wie gesagt, ich habe das schon auch ein paar Mal mitgemacht und das war natürlich eine ganz andere Sache. Natürlich, wenn man das sportlich schafft am letzten Spieltag oder auch vorher schon, dann hat man eine schöne Feier im Hintergrund und man kann den Abend oder den Tag dann richtig schön genießen. Und ja, dieses Jahr war es komplett anders, aber da geht es ja nicht nur Habenhausen so, sondern vielen anderen Mannschaften auch. Wir saßen zusammen im Chat, im Zoom-Meeting und hatten tatsächlich auch mannschaftsinterne Sachen zu besprechen. Und da kam dann die frohe Kunde quasi, dass wir aufgestiegen sind. Wir haben uns trotzdem gefreut und haben uns dann ein Kaltgetränk geöffnet. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit einer normalen Aufstiegsfeier. Aber auch hoffentlich, die Pandemie wird auch irgendwann vorbei sein. Und dann werden wir anschließend nochmal nachfeiern, beziehungsweise hoffen wir, dass wir den Klassenerhalt feiern können. Und das wird dann richtig gefeiert. Aber hat das auf der anderen Seite vielleicht auch den Vorteil, dass ihr, ja, es klingt jetzt komisch, wenn ich sage, nüchtern an die Sache rangeht, aber ihr habt länger einfach Zeit gehabt, euch auf die Saison vom Kopf her einzustellen. Ja, das stimmt, aber gefühlt elendig lange. Wir haben auch sehr früh angefangen zu trainieren. Vorbereitung war sehr, sehr lange. Hat natürlich auch Vorteile, keine Frage. Man konnte viele Sachen erarbeiten. Wir haben relativ
viel und lange Zeit auch in einer kompletten Mannschaft zusammentrainieren können, was natürlich auch hilfreich ist. Und ja, für einige meiner Mitspieler ist das auch das erste Jahr als dritte Liga. Die sind natürlich ja auch aufgeregt und sind viele neue Sachen für mich als alten Hasen. Ich freue mich natürlich auch, aber die Aufregung ist da jetzt nicht mehr ganz so extrem. Der erste Spieltag ist rum. Ja. Acht Partien sind durch. Gerade mal aufgeschlagen, erste Tabellenführung bei 35-21 gegen HSV Hannover, der hier im letzten Livestream mit dabei war. Ihr hattet auch zu Beginn direkt ein ganz hartes Brett. War das, dass ihr direkt gegen einen habt? Den habt ihr jetzt erst hinter euch oder hättest du wird lieber anders? Ich bin ganz zufrieden und ganz glücklich mit der Spielansetzung gewesen. Das Spiel gegen Hagen, ja, Hagen ist aus meiner Sicht einer der absoluten Top-Favoriten auf die Meisterschaft. Und ja, für die, die noch nicht dritte Liga gespielt haben, die wissen spätestens jetzt nach dem Spiel, was Phase ist. Und das war ein sehr, sehr guter Härtetest. Das war ein sehr, sehr knackiges Spiel. Und ja, jeder weiß, was Phase ist und worauf er sich einzustellen hat. Und wenn wir mit der Einstellung in die weiteren Spiele gehen, die wir auch gegen Hagen hatten, dann bin ich da guter Dinge. 14:27 ist das Spiel ausgegangen. Wir wollen das ganz kurz einmal ansprechen, auch dass das nicht so ganz doll gefallen wird. 27 habt ihr Hagen gelassen. Das ist gegen den Favoriten fast in Ordnung. Ich glaube, euer Keeper Sommerfeld hat auch echt gut gemacht. Aber warum nur 4 eigene Tore? Ja, also 27 Gegentore tatsächlich ist passabel, kann man mit zufrieden sein, wobei mir persönlich das auch noch etwas viel war, auch gerade im Verlauf des Spiels. Wir sind sehr, sehr gut gestartet, auch in der Abwehr. Hagen hatte auch Schwierigkeiten, Tore zu erzielen, weil wir wirklich sehr, sehr kompakt und sehr, sehr aggressiv in der Abwehr standen. Und ja, dass es am Ende 27 wurden, haben wir uns ein bisschen selbst zu schreiben, weil wir sehr lange Zeit in der zweiten Hälfte eine Unterzahl gespielt haben wegen dummen 2-Minuten-Strafen und einfachen Ballverlusten vorne, die dann durch den Gegenstöße quasi umgemünzt wurden von Hagen. Dementsprechend sind mir persönlich 27 Gegentore noch zu viel und sieht auch ein bisschen zu deutlich aus. Ja, über die 14 selbstgeworfene Tore, da ja, brauchen wir nicht schön zu reden. Das ist schon deutlich zu wenig, viel zu wenig. Da hat uns ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt, fand ich persönlich aus dem Rückraum. Und die Abgezocktheit oder die Konzentration im Abschluss. Also wir hatten auch gute Chancen und sind dann an den starken Torhütern von Hagen auch gescheitert. Aber da hätten wir konsequenter abschließen müssen und dann hätten wir auch mehr Tore erzielt, weil die Chancen waren auch da. So ist es nicht. Geht jetzt diese Saison erst so richtig? Ja, also ist die Saison, nicht falsch verstehen, ging auch letzte Woche schon richtig los und wir waren auch alle heiß und wie gesagt, das hat man auch gemerkt und ich glaube, ja, Hagen war anfangs auch ja, beeindruckt aufgrund unserer stabilen und kompakten Abwehr. Das Spiel gehört natürlich dazu zur gesamten Saison, aber natürlich, wir denken von Spiel zu Spiel und wir sind natürlich heiß, gerade jetzt auch zu Hause gegen einen schlagbaren Gegner als Hagen, möchte ich mal so sagen, ohne da despektierlich zu klingen. Aber wir sind natürlich heiß, Punkte zu sammeln, keine Frage. Und damit wollen wir gleich morgen natürlich anfangen. Wie wollt ihr denn spielen, wenn fit sind? Was ist eure Handball-DNA bei Handball von Habenhausen auch? Ja, also der Handball von Habenhausen zeichnet tatsächlich, dass wir aus einer sehr, sehr kompakten 6-0-Deckung schnell spielen wollen. Wir wollen schnell in die erste Welle, schnell in die zweite Welle und da haben wir sehr, sehr gute Mittelspieler und sehr, sehr gute Spieler auch dazu bekommen, die das auch gut umsetzen. Und ja, das ist so ein bisschen der Masterplan. Und Variabilität im Angriff und ja, auch unsere 3-zu-1-Deckung in der Abwehr wird immer besser. Die haben wir jetzt in der Vorbereitung auch ordentlich einstudiert und ja, das ist so der Plan. Ihr habt das Team Handball-Lippe bei morgen um 19:30 Uhr. Los. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Wir spielen morgen Abend gegen Lembo, ganz genau. Ja. Und das Team hat verloren am ersten Spieltag, wenn ich das hier sehe, ja. 20:30 Uhr. Also auch mit ähnlicher Voraussetzung eigentlich wie wir. Ja, also. Man kann es aus den Vorberichten auch schon lesen. Die sind natürlich auch heiß, die ersten Punkte zu sammeln. Und
Ja, die malen sich natürlich auch zwei Punkte gegen Aufsteiger aus. Das ist auch ganz klar. Und ich glaube aber schon, dass die dritte Liga insgesamt relativ ausgeglichen ist, außer vielleicht ein, zwei Ausreißer nach oben hin. Und da wird jedes Spiel aufs Neue eine Herausforderung. Und da werden alles knappe Dinger werden, wo um Punkte gekämpft wird. Und das wird morgen definitiv auch so sein. Genau, für alle, die sich jetzt fragen, warum sagt der eine Lippe und der andere sagt Lemke, Handball Lippe 2, der Kooperationspartner vom Bundesligist Lemgo ist. Lass mich noch ganz kurz abschließen, dann machen wir hinter den Haken, hinter die dritte Liga. Interessiert, ihr habt was heißt, ihr habt eine Rechnung offen, ihr habt gar keine Rechnung offen, aber ihr spielt gegen Cloppenburg, was so ein bisschen das nachgeholte Meisterschaftsduell aus Europa. Gibt es da noch eine kleine Rivalität? Naja, ich würde sagen, eine gesunde Rivalität, nichts mehr, nichts weniger. Wir kennen Cloppenburg natürlich aus den zahlreichen Oberliga-Jahren und die haben immer auch eine sehr, sehr gute Mannschaft und mit den Cloppenburgern haben wir uns immer duelliert um den Aufstieg und um die Meisterschaft. Und ja, es ist natürlich sehr, sehr schade und ich glaube, nicht nur wir, sondern auch die Cloppenburger bedauern diesen Corona-Abbruch vom letzten Jahr, dass wir das nicht sportlich quasi entscheiden konnten. Wäre ein tolles Spiel gewesen vor voller Halle auswärts mit über 1000 Leuten und da war, glaube ich, keiner glücklich, dass die Saison abgesagt wurde. Aber natürlich freuen wir uns jetzt auf das Spiel in der dritten Liga gegen die Cloppenburger. Man kennt sich, wie gesagt, über die Jahre hinweg und versteht sich auch privat teilweise ganz gut und das ist immer eine schöne Sache, so ein Derby. Zuschauer und voller Halle ist ein gutes Stichwort, wird es morgen geben. Wir müssen morgen leider trotz gut ausgearbeiteten Hygienekonzepten vor leeren Rängen spielen, weil die Corona-Lage sich in Bremen tatsächlich leider Gottes etwas zugespitzt hat. Und dementsprechend werden wir morgen leider in einer leeren Halle spielen. Ja, auch allein das schon, man zu allem möglichen und so weiter, ist eigentlich ein Grund, weiterhin alle Regeln und Masken einzuhalten, damit wir Leuten in die Hallen dürfen. Gibt jetzt zum Glück Livestream auf Sportdeutschland TV. Genau. Du hast dir drei Spiele ausgesucht. Ich habe mir drei, bevor wir da reingehen. Wer sind deine noch? Gibt es außer Eintracht Hagen noch für dich einen Top-Favorit in der Liga? Ja, ich würde sagen, Finn, Horst und Hagen werden das unter sich ausmachen. Okay. Das ist eine Ansage, eine Prognose von was da stimmt. Am Ende, ich würde gerne, das habe ich im Intro angerissen, auch sagen, du hast erzählt, du hast heute gefragt, was du beruflich machst, das finde ich nämlich total stark. Ja, im Vorgespräch gesagt, das ist eine tolle Aufgabe, aber auch emotional, ich finde, eine heldenhafte Aufgabe, du bist Feuerwehrmann. Ganz genau, ja. Ich bin bei der Berufsfeuerwehr in Bremen und ja, wie du schon das angerissen hast, super Job, macht mir wahnsinnig viel Spaß, ist sehr abwechslungsreich und umfangreich und ist eine tolle Aufgabe, die ich sehr, sehr gerne mache und ja. Für alle, die das nicht so ganz wissen, also man hat natürlich zum Beispiel, kennen Sie dann den einer freiwilligen Feuerwehr ist, da ist es dann so, die ganze Zeit irgendwie ein Keeper mit dabei, der kann immer mal klingeln, dann los, das ist bei euch nicht so. Das heißt, du kannst eigentlich während eines Anrufs, wenn du auf der Platte stehst, beruhigt sein, du bist rekrutiert sozusagen. Ja, ganz genau. Also wenn wir im Dienst sind, sind wir im Dienst, dann verbringen wir auch die Zeit auf der Feuerwache und da kann dann jederzeit was passieren oder da können wir zu Einsätzen fahren. Wenn wir freie Tage haben, dann nimmt keiner einen Pieper mit nach Hause, dann ist das tatsächlich ein freier Tag und dementsprechend kann das auch nicht passieren, dass man kurzfristig irgendwie abberufen wird oder sonst was. Also da kann man sich dann voll und ganz aufs Training beziehungsweise aufs Spiel konzentrieren und das ist auch gut so. Sind das dann auch 24-Stunden-Einsätze oder Schichten vielmehr? Nicht. Genau, dass wir arbeiten immer 24 Stunden von morgens um 7 bis zum nächsten Morgen um 7. Und ja, die Einsätze sind natürlich unterschiedlich lang. Also einen 24-Stunden-Einsatz, den machen wir nicht, aber Ach, genau, ich habe falsch ausgedrückt. ja, alles gut. Was sind denn so, kann man das sagen, deine größten oder die Einsätze, an die du sehr denkst? Das habe ich nicht ganz verstanden, an die ich sehr viel denke. Nee, an die du sehr gerne, weil das wirklich Einsätze waren, die
Beispiel. Das sind manchmal kleine Dinge. Also ich sage mal, jedes Mal, wenn man halt Menschen auch helfen kann, ist das eine gute Sache. Es geht manchmal bei Kleinigkeiten los, wenn ältere Herrschaften gestürzt sind und eigentlich gar nicht viel Hilfe brauchen, sondern einfach nur aufgeholfen werden müssen. Das sind Kleinigkeiten. Oder ja, für uns als Feuerwehrmänner, auch wenn das klischeebehaftet ist und wir eigentlich nicht so gerne machen, aber wenn man einer Person einen großen Gefallen tut, wenn man die Katze vom Baum rettet, dann ist das auch eine tolle Sache. Und ja, also es gibt viele, viele tolle Momente und ja. Wie bist du dazu gekommen? Ach, das war rein zufällig sozusagen. Der Vater eines Mitspielers ist auch bei der Berufsfeuerwehr und der sprach mich nach Ende meiner Berufsausbildung an, ob ich da nicht auch Lust zu hätte. Und nach etwas Zögern habe ich mich dann dazu entschlossen, zum Einstellungstest zu gehen. Und spätestens da war mir klar, dass das eine ja, tolle Sache ist und eine tolle Aufgabe. Und ja, so stelle ich mir meine Zukunft vor, sozusagen beruflich. Ja, finde ich super. Vielen Dank, kann man dann nur sagen, dass es diese Leute gibt und diesen Job machen. Das ist richtig super. So, aber das schützt natürlich nicht vor unserem brutalen Tippspiel. Absolut. Es geht für dich um diese Radio vom Kaffee. Nicht genau um diese Radio vom Kaffeetasse, aber um. Was sagst du? Ich sage, und die möchte ich natürlich unbedingt haben. So, du hast die drei Spiele. Ich würde vorschlagen, wir machen es wie folgt. Wir holen die drei Spiele raus, die du vorgeschlagen hast. Da tippst du zuerst und dann sage ich meinen Tipp. Und dann kommen meine drei Spiele, da sage ich meinen Tipp zuerst und dann du deinen Tipp. Und dann gucken wir, wie am Wochenende gespielt wird. Und wer ein Spiel richtig getippt hat, erhält 4 Punkte. Wer vorkommt, wenn man aber die Tendenz. Differenz richtig hat, gibt es 3 Punkte. Wenn man dann die Mannschaft richtig getippt hat, dann weiter. Ja, so machen Du wir hast es. ja dieses Spiel als erstes ausgesucht. Genau. Oha, gegen Litt, gegen den littesten Namen in der Liga. JSG Litt, 1912. Aus dem Raum, auch in Das Lübecke. Westfalen, ne? Ja, genau. Neben Minden. Genau, Raum-Westfalen. Ja, da habe ich ein 29 zu 23 für Aurich getippt. Ich schreibe das hier mal ganz kurz mit. Aurich gewinnt 20 zu 23, sagst du? 29 zu 23, ja. Ja, ich habe auch, aber ein bisschen, ich sage 27 zu 25. So. 27 zu 25, sage ich. Zweites Spiel, auch aus deiner Staffel. Gensungen, Genau. Hagen. Genau, da habe ich ein 22 zu 31 getippt. 22 zu 31. Mein Tipp ist 24 zu 33. Bislang sind wir relativ auf. Mal schauen, was jetzt kommt. Ja. Ich habe jetzt einfach Lemgo mit rein, damit alle Runde, auch wenn es Team Handball Lippe 2 ist, Habenhausen gegen Lemgo. Ja, da habe ich einen Heimsieg für uns getippt, 25-22. 25, 22. Ich habe ohne unterscheiden wir uns erst. 20, 24. Auch interessant. Du kannst oder ihr könnt einfach, damit du die Punkte. So. Wir werden alles dran setzen. Wir bleiben in der dritten Liga gegen Nordoststaffel. Da gibt es am Wochenende ein Spitzenspiel. Favoriten der VfL Potsdam. Spielt gegen Altenholz. Sind auch beide schon erfolgreich in die Saison gestartet. Und ich sage am Ende des Tages 26 für Potsdam. Ich hoffe, die Freundin Altenholz verzeihen mir. Das wird eine ganz enge. Kann auch wirklich in die andere Richtung gehen. Was sagst du? Ich sage 26 zu 28. Für Altenholz. Auswärtssieg Altenholz. Moment, das war also 26, 28 und ich sage 28, 26. Okay. Ja.
In Ordnung, mal gucken. Wir gehen hoch in die zweite. Am Sonntag startet der Fußballsportverein Hamburg gegen Konstanz. Die hat schon ein Spiel gespielt, ganz Dresden verloren. Da tippe ich logischerweise auf einen Heimsieg 20 zu 25. Was sagst du? Ich tippe auch auf den HSV und zwar ein 26 zu 22. 26 zu 20. Also beide sagen. Okay. Und ein Spiel haben wir noch aus der Modi HBL. HSG Wetzlar gegen Wetzlar hat sich sehr gut verkauft, muss man sagen. Zum Ende. Ich glaube, diesmal wird es ein bisschen deutlicher. Und sage daher ich zu 28. Gut, was sagst du? Ich sage 27 zu 33. 23. Da. 27 zu 3. Okay. Also, das sind sechs Begegnungen hier gegeneinander. Ich mache das grafisch fertig und poste das morgen in die Story. Dann können wir das nochmal genau vergleichen. CS0309 schreibt: Tiger, schönste Haar aus Hase, Grüße aus Kiel. Ja, Grüße zurück. Bist du jetzt Tiger oder bist du jetzt Hase? Bitte? Ich bin der Tiger, nicht der Hase. Zu Hause vielleicht, aber nicht auf dem Handballfeld. Großartig. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, ich habe zu danken. War sehr, sehr nett, mit dir zu plaudern. Fand ich auch sehr spannende Einblicke aus Habenhausen, dass du das mal abgeholt hast, gebracht hast zum Start. Alles gut. Jetzt schnell wieder mit deinem Fuß. Ja, vielen Dank. Und da bin ich sehr gespannt, was es geht in dieser Saison. Ja, wir hängen uns voll rein auf jeden Fall. Großartig. Grüße an Jungs. Bis bald. Danke dir. Richtig aus, vielen Dank. Ciao.